Pass auf, wir fangen heute an. Ganz klares, ganz, ganz wichtig, heute noch mit dem Essen gewesen. Mit dem Video von Irk Schmeggers, der Typ, den man ja vielleicht kennen sollte. Irk Meggers, der Kerl, der Frauen auf offener Straße anspricht, als wäre es ein Sport. Das kann man sich doch da mal reinzwirbeln, quasi meine allerjüngsten Besten. Mark Eggers fragt tatsächlich die besten Anmachsprüche auf der Reeperbahn. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Let's go, rein da. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie man es unschwer erkennen kann. Er hat mir heute gesagt, das Video ist absoluter Lachkick-Chat. Ich befinde mich hier mitten auf der Reeperbahn hinter mir. Die große Freiheit. Und ich werde die Leute mal fragen, was sind denn die besten Anmachsprüche, die man hier auf der Reeperbahn so machen kann? Mein Name ist Mark Eggers, Johnny Tapia, hinter der Kamera, Hamburger Reeperbahn. Jetzt hey Chat, mal ganz kurz eine einzelne Chat, wenn ihr wollt, dass ich auch mal eine Runde mit Mark Eggers Straßenumfrage drehen soll, dass ich mal mit dabei bin. Seht ihr mich da? Seht ihr mich da auch? Ja, mal so eine kleine Streetumfrage zu machen? Okay, okay, ja, okay. Ja, okay. Nee, klar, da kann man dann auch mal drüber nachdenken. Dann, das könnte man ja dann quasi so anberaumen, nicht wahr? Ja, ja, ja. Jetzt geht's los, auf geht's. Hallo. Na, wer bist du denn? Aileen, und du? Ich bin der Marc. Wie wirst du denn gerne angemacht, Aileen? Keine Ahnung. Ran an die Banane. Ran an die Banane. Ach du Scheiße, Mann. Was soll der Mann denn sagen? Hey, wie geht's? Wo geht's für euch hin? Erstmal in die Wodka-Bombe. Was trägst du unter der Jacke? Gar nichts. Aileen und Marc, das ist ein Vibe. Ein Hauch von nichts. Ja, ich nicht. Digga, what the fuck? Mark Eggers, bitte. Guck mal. Ehrlich, du bist der größte Motherfucker. Was? Beste Anmachspruch. Überall ist 2G, aber du bist 1A. Ach, Mann, Bro. Das ist es. Und was anderes hätte ich nicht erwartet. Ja. Seid ihr da? Wir sind da. Ihr seid da. Sehr, sehr wichtig, dass man den Chat hier perfekt sieht. Das habe ich sehr gut eingestellt, meine Freunde. Macht euch bitte gar keinen Stress. Ist es so besser, Chat? Ja? Seid ihr zufrieden oder was? Mein Gott, Alter, ihr wirklich. Also, das ist einfach nur schade von euch mal wieder. Warte, ich ändere es. Mein Gott, ich schwör's, Chat. Wirklich. Also, es ist einfach nur schade, wie auch jetzt hier wieder auf mich eingewirkt wird und ich hier wieder auch da jetzt irgendwo. Ja, es ist halt einfach nur, schade. Es ist einfach nur. Ich finde es persönlich gesagt, muss ich ehrlich sagen, nicht cool. Aber gut, das müsst ihr ja dann selber wissen. So, haben wir es jetzt oder wie, ja? Kommt gleich wieder der Chat, ne? Geduldet euch mal ganz kurz, ja? Natürlich. Was sollen die Leute machen? Liken, abonnieren, kommentieren. Wohin mit den Daumen? Nach oben. Ins hintere linke Ohr. In den Po. Was sind denn die besten Anmachsprüche, die man hier auf der Reeperbahn machen kann? Am besten gar keine. Gar keinen will ich heute nicht hören. Mädels, wir sind gerade gestartet. Wir brauchen jetzt gute Antworten. Einfach höflich sein. Ja. Respektvoll. Ja? Ja. Ich rieche eine Fahne. Ihr wart schon unterwegs heute. Nee, wir starten jetzt erst. Dann hast du Knoblauch gegessen. Ja, aber irgendwas ist doch da gerade schon. Ich bin Nathalie. Nathalie, was sind denn die besten Anmachsprüche, die man... Nathalie, was hast du an? Halloween ist vorbei. ...hier auf dem Kiez machen kann. Oh Gott, ich kann euch mal sagen, was ihr nicht machen solltet. Einfach nur in die Tittys zu starren, weitergehen. Ich besitze auch ein Gesicht, es ist ein tolles Outfit. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ja. Als was gehst du denn heute hier an Karneval? Das ist meine innere Persönlichkeit. Ich weiß es nicht. Schaut mal hier, das ist doch mal ein Outfit, oder? Ui. Ach so. Oh, von hinten sogar auch. Oh, kann ich Werbung für mich machen? Ja, klar, natürlich. Hat es wie alte Familie. Danke, Mark Eggers. Gut, dass du die Werbung drin gelassen hast. Sehr korrekt von dir. Gefallen bist, weil du siehst aus wie ein Engel. Kannst du einmal Mu machen? Ich kann Mäh. Ich kann Mäh machen. Mach mal einmal Mäh. Mäh. Ran an die Banane. Beste Anmachspruch. Hey, ich bin's, Jamil. Bei dir wäre das ein Mark. Ja, Bro, du guckst mich gerade wirklich an, als ob du mich klären willst. Guck in die Kamera. Hey, ich bin Jamil. Der hat mein Herz. Mädels. Ran mit der Kiste. Beste Anmarsch. Junge, ich Mark Eggers, der. Ihr müsst mal drauf achten, wenn der so ein bisschen Spaß hat und so richtig geil wird, dann reibt er sich die Hände und dann fängt er an, so ein Unterbiss. Hier, so, da kommt der hier. Bruch. Hey, Puppe! Irgendwann fällt. Digga, ist die Freundin von meiner Mutter, Digga. Braucht halt Begleitung, weibliche. Soll ich euch. Ah, hungriger Hugo auch dabei. Soll ich eine aufreißen, oder was? Nee, alles gut. Digga. Was braucht ihr? Ah, Digga, ich bin gut in sowas. Die Leute wissen, wenn ich mich darum kümmere, dass jemand eine Freundin bekommt. Dann geht's für mich am Ende auf jeden Fall immer gut aus. Klär dir jetzt eine Frau. Danke. Darf ich dich was fragen? Bitte. Bist du Single? Ja. Guck mal hier, das ist der Lukas. Ich hab meine Nummer verloren, kann ich deine haben? Oh nein, Bro. Willst du mich f***en? Oh. Was? Willst du mich f***en? Das sagst du zu einer Frau direkt? Moment mal ganz kurz. Weißt du, wie viel ein Eisbär wiegt? Genug, um Eis zu brechen. Digga, die haben aber schon ordentlich alle einen Tee, oder? Du musst der Frau immer schön in die Augen gucken und musst ihr sagen, dass sie nicht schöne Augen hat. Wenn du in der Frau wirklich das, wenn die schöne Augen hat, dann wirst du es auch auf jeden Fall auch merken.
wird das auf jeden Fall sein. Wirst du gerade emotional? Ich werde sentimental, bin ich ehrlich. Ich merke das gerade wirklich. Das Thema geht dir nah. Auf jeden Fall, natürlich. Also immer gerne. Dann ist es das auch. Das wirst du merken. Ich nehme mal das Mikro, Digga. Ich hole mir mal einen Drink. So, sag ich mal, wie es ist, ne? Ich sag, wie es ist. Wenn du eine Frau... Wie wollt ihr denn hier angesprochen werden? Beste Anmachsprüche. Oh, nee, die gar nicht. Die gehen gar nicht. Gar keine Sprüche? Nein, auf gar keinen Fall. Bei dir auch nicht? Die wollen einfach gar nicht angesprochen werden, quasi. Also die wollen es wirklich gar nicht haben. Ich habe den Chat mal ausgemacht, das nervt mich gerade. Ich krieg das irgendwie nicht konfiguriert, ich bin so dumm. Nein, gar nicht. Für dich? Blonde Haare? Ja, bist du eine Blondine? Ich hab gar nicht die Frage verstanden. Hey, ich bin Jamil. Saufen! Bist du Single? Ja. Mein Vater ist gerade auf der Suche. Ist der Anmachspruch hier bei dir heute? Ich habe tatsächlich noch keinen bekommen. Noch keinen bekommen? Was würdest du gerne mal bekommen? Einen kleinen Baby-Tornado für die Kleine. Was ist der beste Anmachspruch, den man machen kann hier? Oh, Per, sag mal einen. Ich wollte sagen, sag du jetzt. Nein, Alter. Das sind richtige Hamburger Jungs, ne? Also, ich gehe einfach immer hin zu den Weibern im Club und sage ich, ey, du bist echt schön, du bist die Schönste hier im Club. Und dann kriege ich meistens einen Korb. Das ist es. Digga. Bro, aber du bist doch ein großer Typ, ja, stabil. Ich bin auch hübsch. Fresse nicht so nice, Digga. Sagst du? Nein, weiß ist gut. Nicht, nein, nein. Weiß ich nicht. Kommst auf mich zu, als ob wir uns kennen. Ja, kennen wir uns nicht. Oh, da wird gerade aufgerissen bei dir. Reiß mal auf hier heute Abend, ne? Sind mir die liebsten Gäste hier, du. Sind deine Eltern Terroristen oder warum bist du so bombenscharf? Oh nein, Digga, wirklich. Also ganz ehrlich, Anmachsprüche sind ja auch immer so ein Ding, die funktionieren ja eigentlich im Regelfall gar nicht, ne? Also, keine Ahnung, so ein Anmachspruch kann man sich eigentlich auch komplett stecken und schenken, wirklich. Also es macht wirklich, 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 wirklich keinen Sinn. Also das macht wirklich keinen Sinn, einen Anmachspruch zu ballern, wa? Da kommen sie mal ran. Nein. Da kommen sie mal ran. Jetzt gießt man hier nochmal den saftigen hier. Ja. An den saftigen hier, Marc Eggers. Bitte lass die alten Frauen in Ruhe, wirklich. Drüben auch nochmal, Helga. Digga, ich sag's euch ehrlich, Mann. Marc Eggers hat zwei Möglichkeiten. Entweder er kommt irgendwann ins Gefängnis oder er wandert aus. Eins von beiden wird passieren. Er muss in ein Land auswandern, wo diese ganzen Schandtaten und dieses Angefasse keine Probleme macht. Marc Eggers kommt irgendwann ins Gefängnis. Ich sag's euch, Chat, wirklich. Ja, komm mal her. Naja, ich hab das gesehen, dass sie das mal brauchen. Ja, wir brauchen. Mal eine schöne Umarmung. Ja, genau. Woher kommen Sie? Aus Österreich? Nein, Bayern. Niederbayern. Aus Niederbayern. Niederbayern, Landshut. Sehen Sie zu, dass Sie weiterkommen. Das ist, ja. Und was hat sie denn hierher verschlagen auf die sündige Meile? So sündig sehen sie nämlich nicht aus. Wir waren auf Tina Turner. Tina Turner? Musical, ne? Genau. Und jetzt würden wir die Olivia Jones suchen. Da habe ich mal gearbeitet, Alter. Also da habe ich mal gearbeitet, muss ich euch sagen. Der Typ ist peinlich. Ah, Kader. Marc Eggers ist, also ich sag's euch ehrlich, als jemand, der mit ihm privat ist, es gibt keinen zweiten Menschen, der ist wie Marc Eggers. Marc Eggers ist jemand, wenn man ihn dann kennenlernt, der bleibt einem wirklich im Gedächtnis. Ob es jetzt positiv ist oder negativ, das ist bei jedem unterschiedlich. Aber Marc Eggers ist auf jeden Fall ein einzigartiges Individuum. Ich denke mal, so könnte man es zusammenfassen. Geradeaus durch und links. Liebe Grüße bestellen vom Jamil. 4583. Hi. Jetzt grüßt mal, ihr seid mit dem Video. Ist deine Freundin oder was? Die andere von der Freundin, die da hinten. Ist das in Ordnung, dass er hier mit der anderen rumzüngelt? Nee, nee, ich bin DJ. Ja, ja, da darf man das. Als DJ darf man. Yeah. Nein. Warte, stopp. Was ist jetzt hier, was ist mit der Konstellation? Plötzlich hat er aufgerissen, Alter. 10 Minuten später, er kommt wieder. Ich habe die Dame in der Schlange eben kennengelernt. Habe ich ihm meinen Anmachspruch gedroppt, den ich eben in der Kamera gesagt habe. Was hat er dir gesagt? Er meinte, meine Augen sind so blau wie das Meer, aber das Meer ist nicht so blau wie meine Augen. Ja, yeah, gut. Und damit habe ich ihre Nummer und ihr Instagram bekommen. Ich war so geflasht, weil das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ich sagte, wie es ist, eine sehr gute Partie. Normalerweise wäre jetzt mein Job, ich würde versuchen, dich klarzumachen. Aber bei dir, Brudi, ich gönn's dir. Schamlos bisschen. Weißt du, schamlos? Aber so kennt man mich ja. So ja, kennt ich man weiß dich. Ja auch nicht, was ich tun soll. Ich heiße Marc Eggers. Ah, hi. Ja, ja, ja. Ach, Junge Marc, hör auf. Akani. Nee, ich bin DJ. Ich bin DJ. Guter Typ, ohne Witz. Ja, wirklich. Ich weiß noch nicht. Nein, der war gerade bei mir im Interview sehr charmant, sehr. Hey, Chat, schreibt mal ganz kurz den unangenehmsten Spruch hier in den Chat, den ihr kennt. Ich will mal ganz kurz durchlesen. Sympathisch, eloquent. Halt ihn dir mal warm. Was Besseres findest du heute nicht. Auf diesem Weg einmal ein dickes Dankeschön, wirklich. Ich freue mich so sehr, dass die Videos bei euch so gut ankommen. Das ist alles nicht selbstverständlich. Ich mache mittlerweile auch schon seit, ich glaube, fast 7 Jahren YouTube. Ich liebe das. Ich liebe das, Leute zu... Nachschnitte schon belegt. Das ist sehr, sehr unangenehm, Hammer. Ich habe vom Kirschturm gekackt. Jetzt stelle ich dir die Frage, darf ich das bei dir wiederholen? Darf ich dich nudrien? Hi, ich spiele Fortnite so hübsch wie meine Mutter. Ich habe in mein Bett geschissen. Kann ich bei dir schlafen? Darf ich bei dir schlafen? Hab in mein Bett geschissen. Yo, 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 yo. Puppe, zeig mal Wurstfach. Kann es sein, dass du Gärtnerin bist? Dann lässt du meine Gurke wachsen. Siehst du die Sterne da oben? Da kam nichts mehr. Ich habe meine Enderperle verloren. Willst du meine sein? Bin Bademeister, darf ich ins Becken stoßen? Bist du Basketballspieler? Nein, gut, dann kannst du mir keinen Korb geben. I'm from Tennessee, because you're the only ten I see. Darf ich meinen USB-Stick in deinen USB-Port stecken? Schick Nudes? Digga, du gehst doch nicht zu einer Frau in der Innenstadt hin und schlagst schick Nudes. Mein selbe juckt. Ich glaube, es gibt Krieg. Ach du Scheiße, Bruder. Oh nein, Digga. Bist du General oder warum steht bei mir alles stramm? Och Mann, ey. Chat jetzt. Also, Digga, du sagst, willst du auf ein Date? Nein. Und dann sagst du Walla und dann gebe ich eine. Wenn du eine Kartoffel wärst, wärst du eine Süßkartoffel.
Tafel. Hey, du bist nett zu Tieren, aber bist doch nett zu Vögeln. Ich bin der Meister der Hieroglyphen. Darf ich deine Titten prüfen? Bro, du hast Hieroglyphen. Du hast H-Ö-R-O-Glypher geschrieben. Hieroglypher hast du geschrieben. Bin einsam, du bist einsam. Darf ich dich einsam? Mhm. Bin zwar nicht Manuel, aber kann ich dein Neuer sein? Okay, okay. Ah, Junge, also, wir alle direkt einen Spruch haben. What the f***? Hast du die Charts gesehen? Du bist die hottest Single. Du bist die süßeste Praline der Welt. Lass mich deine Füllung sein. Wollen wir Sterne gucken? Ich hol dir auch einen. Bin neu in der Stadt. Kannst du mir den Weg zu dir nach Hause sagen? Wunderschön. Sowas würde ich gern öfters neben mir sehen. Bin vom TÜV. Darf ich deine Hupen testen? Ey, Chat. Ganz ehrlich. Die Hälfte eurer Sprüche hier, und das war jetzt wirklich nur ein kleiner Auszug von der Scheiße, die hier reingespammt worden ist, ist so kurz vor einer Anzeige wegen sexueller Belästigung. Gib Nummer, Lan. Bock auf Spaß, dann komm in meinen Keller. Bro, Rain, das wird niemals funktionieren. Zu unterhalten. Also seht's auch immer mit ein bisschen Humor, mit so einem Augenzwinkern. Und ja, ich wollte einfach nur mal kurz Danke sagen. Jetzt gehen wir wieder rein. Jetzt labern wir wieder Scheiße. Ihr seid liiert. Ja, ich will. Hab ihn aufgerissen. Jetzt suchst du jemand Neues. Nein. Wie dreist einfach. Ich hab 206 Knochen im Körper, wenn ich dich sehe, habe ich 207. Alles klar, Chat. Es reicht jetzt. Ja, nicht mehr schreiben, danke. Ach, deshalb ist schon in Ordnung. Ist okay, kann man mitleben. Kann im besten Tornado. Wirklich jetzt. Das ist heutzutage das Kriterium, ne? Bei den Damen. Da musst du kein Geld mehr haben oder gut aussehen. Tornado zünden muss man können. Ja, Marc Eggers ist ja genauso. Der ist arm und sieht nicht gut aus, kann aber guten Torni ziehen. Problem ist, du musst halt das können, dass du den Schluckreflex quasi ausmachst. Dass du einfach quasi nur runterlaufen lässt und quasi nicht schlucken musst. Ist das der Trick? Runterlaufen lassen und nicht schlucken? Genau, das ist der Trick. Was ist dein bester Anmachspruch? Der ist der Beste, ich schwöre, der ist der Beste. Chat, ganz kurz, lass uns das gemeinsam analysieren. Glaubt ihr, dieser Mann ist betrunken? Glaubt ihr, dieser Mann hat Alkohol getrunken? No, I don't think so. Ja, voll. Warte mal, der ist der Beste. Ich hab Angst um mein Mikro gerade wieder. Der ist aber der Beste, der macht so, ja, Dings. Was ist dein bester Anmachspruch? So, der redet mit dir, ne? Und der legt sich mit der Alten rum. Er macht so, ah. Komm, lass mal beide so machen. Nimm das rein. Was, jetzt eine Pose? Ja. Dicker, der arme Alter. Das war's mal wieder um die Ausbildung. Okay. Sag 1, 2, 3. Junge, also mit den Moves, ganz ehrlich, ich glaube, in der Steinzeit hättest du damit echt eine Menge Frauen klären können, Mann. Ich bin Nathalie Silbersdorf, ich bin Künstlerin. Ist aber fest in der Hand, ne? Ja. Stell mir gerade vor, sei mein... Natürlich! Marc Eggers, was hast du gerade gesagt? Der ist bestimmt auch ziemlich klein. Okay, das Mikro ist voll groß, Mann. Wenn man so groß ist, wie der Mikro. Ja, du wünschst es, Junge, du wünschst es. Alter, was ist denn da? Junge, also, das ist jetzt... Bro, what the f***? Also, gleich packe ich aber aus hier. Was ist der beste Anmachspruch, den man hier so machen kann bei einer Frau? Soll ich dir einen ausgeben? Das würdest du gern hören? Ja. Die Golddigger-Mädels, das sind mir die Liebsten. Lippenstift auf die Zähne. Oh, ja. Nee, ich sag's ja nur, ne? Am Ende kriege ich wieder Ärger, wenn... Anmachspruch an sich. Es war insgeheim, war es auch einer. Kann ich mal entfernen? mein Lippenstift mal wegschuppern. Was ich gut fand, was ich mal gehört habe, war so, tun dir deine Füße weh, du gehst mir gerade die ganze Zeit durch den Kopf oder so. Oh, ist auch ein Augenschmaus. Du auch. Ne? Man hat ja immer, ne? Ja. Digga, wie unangenehm, Bro. Bester Anmachspruch, den man hier so machen kann. Brauchst du eine Füllung, du Praline? Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich muss keinen Anmachspruch machen. Ich zeig die hier und dann ist ja schon alles da. Mach ein Kompliment über die Augen, mach ein Kompliment über das Outfit. Das Outfit ist immer das Beste, bei, wenn du eine Dame erobern willst. Ansonsten be nice und versuche wirklich Augenkontakt zu halten und nicht immer... Ich finde, mein Mikrofon passt in deine Haare. Grüße an Big Tony. Big Tony, Grüße zurück. Komm her, komm, dir ist kalt. Also immer anfassen, Marc Eggers. Auch mal nicht immer berühren. Gut, ne? Ja, danke. Komm, passt auf euch auf. Ja, du bist eine Süße. Dankeschön. Du bist echt eine ganz Süße. Marc Eggers, bitte. Jetzt, stellt euch mal vor, das würde ein Typ sagen, der todeshässlich ist. Stellt euch jetzt einfach mal vor, keine Ahnung. Stellt euch einfach mal vor, Vive würde jetzt sagen, du bist eine Süße. Digga, der kriegt direkt Pfefferspray. Marc Eggers sieht dabei so charmant noch aus. Der kriegt direkt eine Handynummer und alles. Sache. Ja, danke. Wir entzwirbeln den besten Tornado Deutschlands. Bist du der von den Elevator Boys, Digga? Das bin ich. Ja, das ist er. Wie heißt der nochmal? Tim Checker. Meiner Bruder aber. Was ist dein bester Anmachspruch, mein Jutz? Gib mir ein Bier und dann zieh ich einen Tornado, Digga. Das sagst du. Das ist stabil. Gib mir ein Bier und zieh einen Tornado, Digga. Zu den Frauen? Gib mir ein Bier und dann zieh ich einen Tornado, Digga. Was sagst du zu den Frauen? Gib mir ein Bier und dann zieh ich einen Tornado, Digga. Was sagst du? Okay. Zu den Männern? Gib mir ein Bier und. Und Drink ausgeben funktioniert immer. Ja. Digga, Junge, what the f? Ron, sein Vater. Ich sehe, habt ihr schon Schniekeboys am Start, ne? Ich bin Jamil. Ola Kala, Junge! Hier! Ich hab mich immer gefragt, wer trägt den Scheiß, aber es gibt tatsächlich welche. Ja. Geil, Leute. Das ist so einer, der, wenn er Foto mit Inscope macht, zittrige Hand bekommt, no front. Ich verlink's unten in der Infobox. Ola Kala. Ist gut oder nicht? Bist zufrieden mit der Qualität? Safe. Ne? Beste Brand, sag's.
Ja, das beste Brand. Digga, er wird hier gezwungen, einfach ein Werbevideo zu drehen. Marc Eggers, Junge, der Manipulator-Boss. Aber das ist auch eine Kombo hier, mit Hemd oder Kala? Ja, er wollte es Nuhu, aber... Mit dem Pulli wird's nichts, glaube ich. OMG, Ed Sheeran, Chat, haltet die Fresse. Das ist nicht Ed Sheeran, hört auf damit. Link unten in der Infobox, Leute. Ola Kala, jetzt wirst du, okay. Bist du Single? Ja. Wie heißt du auf Instagram? Emily. Und du bist auf der Suche nach einem erotischen Abenteuer? Ja, absolut. Junge, what the f***. Also da kann ich mir auf jeden Fall, ich kenne ja den Geschmack, den Marc Eggers dann teilweise an den Tag legt. Und ich glaube, dass eine dieser Frauen, also diese Frau, ist sicherlich ganz genau in seinem Geschmacksfeld. Ich habe meine Schlüssel verloren, kann ich bei dir schlafen? Ja, oder wie wäre es mit, ich habe Socken voll gepisst, kann ich mal an deinem Fußen riechen? Wenn du möchtest, könntest du das machen. Ja? Okay, cool. Komm, dann gehen wir. Ja, okay. Also ganz ehrlich, wenn er mich so anlabern würde, würde nicht meine Nummer bekommen, weil er einfach so ein Typ ist, der zu selbstsicher auftritt. Finde ich abschreckend, ernsthaft. Ja, es gibt halt Kerle, da ist das dann ein bisschen over, ne? Ich glaube, es ist ein gesundes Mittelmaß. Man muss natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein haben, aber es bringt halt auch nichts, wenn man da zittern da steht, ne? Steh aber auf an. Ach, Marc Eggers, bitte. Ach, Jungs. Jungs, es war gut. Ja. Ob er schon einen drin hat? Ich glaube nicht. War gut? War gut? Okay. Was würdest du selber sagen? Sei ehrlich, Digga. War eine 2 aus 10. Bester Anmachspruch hier auf dem Kiez. Anmachspruch? Ich lass mich nicht anmachen. So nämlich. Anua, alles. Anua. Ich blamier mich jedes Mal mit meinem schlechten Englisch heute nicht. Besten gar keinen. Gar keinen? Muss man ehrlich sein. Bist du irgendwas mit dem Mond? Sind deine Eltern, wie heißt der nochmal? Bist du irgendwas mit dem Mond? Bist du mit dem Mond von deinen Eltern? Bist du der Mond von deinen. Klappt das? Der Mond in mein Ghetto kracht. Nein, sind deine Eltern... Oh, ich glaube, da gibt's nur Schlechte hier überall, oder? Keinen Guten? Nein. Oh mein Gott. Das ist jetzt keine Schulaufgabe, ne? Also, die sind richtig nervös auch beide jetzt gerade. Oh mein Gott, ich habe nicht gelernt für den Test. Ich wurde eben gefragt, ob jemand mit mir mitkommen kann, aber er hat kein Zelt dabei, meinte er. Was dachte er, du bist eine Pfadfinderin oder was? Weiß ich nicht, was er dachte. Ich bin Camper im Camp Candy. Sind mir alle eingefallen? Oh, sehr gut. Dann gehen wir. Amar! Oh, ja, tatsächlich. Amar wieder mit einer anderen Frau auf der Reeperbahn. Da! Amar wieder mit einer anderen Frau auf der Reeperbahn unterwegs. So kennt man in Hamburg, ne? Samstag geht er immer. Amar! Jetzt. Oh Gott. Wenn du so lange nachgedacht hast, das will ich. Okay. Nicht. Mein allergeilster, wie geht's dir? Gut geht's mir. So, jetzt haben wir hier eine richtige Hamburger Kiez-Legende. Fabian Zart, zart aber herz. Wie viele Jahre Reeperbahn hast du schon auf dem Buckel? 31. Weißt du, was ich die Leute heute frag? Nein. Was ist der beste Anmachspruch, den man hier auf der Reeperbahn machen kann bei einer Frau? Bei einer Frau? Entschuldigung. Also. Ja, Fabian. Ja, da mal jetzt ein Entschuldigung. Ist, ja. Der Film muss freundlich sein. Ich habe meine Nummer verloren. Kann ich vielleicht deine haben? So, dafür hast du jetzt so lange überlegt? Weiß ich nicht. Dafür? Hoffentlich schmeckt der Dirty. Du hast jetzt so lange nachgedacht. Ich bin das Montana Black-Dube von TikTok. Kennst du dieses Video hier? Er, Siggi. Ey, Chat. Er kommt full out drip im Get on my level Sweater. Der 490 Gramm Hoodie, die Get on my level Kappe. Digga, diese ganzen Monte-Emotes hier im Chat, ich kack ab. Mach mal einmal so, wie kannst du so sprechen auch? Ja klar, also meine Teamfreunde heute hier an der Reeperbahn, also ich check nur einmal die Gegend aus, ne, auf ganz entspannt. 1:1 Montana Black. Ja wirklich, also das war wirklich tatsächlich, also das war wirklich 1:1 Monte. Ich würde sagen, also wenn man, also jetzt, also nicht nur rein optisch tatsächlich, sondern auch von der Stimme her, würde ich fast schon sagen, Basti kann einpacken. Ich denke mal, das ist der neue RP-Streamer Montana Black Klon. Klar, das funktioniert, das kommt sehr gut. Also wenn ich jetzt beide in einem Raum sehen würde, ich würde da keinen Unterschied sehen. Der allerechte ist es. Ja klar, also meine Teamfreunde heute hier an der Reeperbahn, also ich check mal die Gegend Monte, aus. 1:1 Monte, Chat. 1:1 Montana Black. Ja. War eine 2:10. Wir beenden jetzt das Video. Okay. Gebt einen Daumen nach oben. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Danke fürs Zuschauen, Leute. Daumen nach oben geben. Ich hatte wieder sehr viel Spaß auf der Hamburger Reeperbahn. So, jetzt auch mal aus dem Bild hier gehen, ne? Geh jetzt nach Hause und pennen. Wir beenden gerade das Video, Digga. Ja, finde ich stark, aber dich kennt man und das finde ich auch... An der Stelle einfach akzeptabel. Aber ob der Typ besoffen ist? I doubt it, Digga. Ja, aber das bist ja nicht du, ne? Das bin nicht ich. Den Tornado jetzt mal hier. Wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen. Mein Name ist Marc Eggers. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Seht das alles immer mit ein bisschen Humor. Gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Danke an Johnny Tapia, der das Ganze gefilmt hat. Ist auch verlinkt, hat einen eigenen YouTube-Kanal. Ich bin raus.
und wir sehen uns beim nächsten Video. Auf Wiedersehen. Und abonnieren nicht vergessen. Jetzt einfach mal abonnieren. Komm, ich steig direkt ein, komm. Hättest du nicht so viel Lipgloss drauf, würde ich dich jetzt küssen. Oh. Scheiße für dich. Ich hab da mal kurz ein Danke Johnny Tapia in die Beschreibung geschrieben. Sehr stabiles Video. Also, tolles Video. Super tolles Video. Toll, super. Also wirklich.